Im Februar minus 35 Grad am Boden. Klingt nach Kälteschock. Ist in dieser Gegend aber ganz normal. Sachsen-Sibirien liegt im Vogtland, zwischen Morgenröte und Rautenkranz. Die Ursache? Bei ruhiger Wetterlage sinkt kalte Luft ins Tal. Dort entsteht ein sogenannter Kältepol. Willkommen in der Eiszeit. Wir befinden uns hier in einer der schneesichersten Regionen Deutschlands. Von Trittsicherheit kann übrigens auch keine Rede sein. Das Reizklima hier ist sehr gut gegen Stress. Was Sie nicht finden werden, sind Frostbeulen. Was Sie definitiv finden werden, sind Frostfans. Und die tragen ziemlich oft unten ohne. Nehmen wir den Grube ernst. Mit Enkelchen Devin errichtet er gerade den höchsten Schneegipfel der Welt. Echt cool, der Opa. Und um die Damenwelt zu beeindrucken, zeigt er selbst jetzt gern nackte Haut. Och, erstens sei es nicht der schlechtesten Bahn. Ne? Und da habe ich immer Freiheit in den Hosen. Ich mag die Wärme nicht so. In der Stube schon. Aber wenn ich rausgehe, muss ich wegen frischer Wind noch. Wir haben es nur weit. Guck du. Na dann, auf zum Gipfelsturm. Ach, wir haben es geschafft. Hüpfen rüber. Und der Abstieg? Ein Kinderspiel. Naja, fast. Willkommene Ablenkung, der tägliche Hilfskonvoi mit Opas Spezialkraftfutter für Hirsch-Heinrichs Familie. Die wartet schon sehnsüchtig auf edle Spender und touristisches Interesse. Große Freude auch bei Nachbar Veit Huster, dem das Wild gehört. Nur Devin hält sich dezent zurück und zeigt im entscheidenden Moment leichte Schwächen. Na, geht doch, kleiner Mann. Veit Huster spendierte den wilden Tieren vor 20 Jahren ein neues Zuhause, als der Tierpark in Klingenthal schloss. Ein paar Hirsche stammen aus Bayern und sind sofort erkennbar. Das Geweih hat mehr Stil. Und der Westhirsch liebt mediale Auftritte, aber bitte nicht aus allernächster Nähe. Die Kamera, da denken die immer, das ist ein Gewehr oder irgendwas. Und dass irgendein Stück vielleicht rausgeschossen wird. Und so endet die Audienz in kühler Distanz. Kein Problem. Nur 100 Meter weiter läuft gerade der Countdown für kleine Himmelsstürmer. Wir wollen auf den Mars fliegen. Klar, wohin denn sonst? Wer hier das Licht der Welt erblickt, greift gerne nach den Sternen. Ein kälteresistenter Menschenschlag. Freundlich, diszipliniert, der alt wird wie ein Baum. Dieser Dreikäsehoch zum Beispiel feiert in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag. Noch immer ist er für die Leute hier der Sieg. Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All. Wenn das kein Anlass ist, Ihnen seine Haar mit vorzustellen. In diesem winzigen Häuschen kam Sigmund Jähn mitten im Winter am 13. Februar 1937 zur Welt. Zu DDR-Zeiten war den Genossen auf höchster Ebene das bescheidene Anwesen offensichtlich peinlich. Deshalb wurde dieses immer als sein Geburtshaus deklariert. Macht ja auch mehr her. Und es ist nicht ganz falsch, später wohnten die Jähns tatsächlich hier. Mit 17 verließ er die Schule, also diese hinter mir. Und damit endet sein irdischer Aufenthalt zwischen Morgenröte und Rautenkranz. Mit 41 startet er in die himmlische Unendlichkeit. Hinauf in den echten Alltag. Das anschließende realsozialistische Tamtam mag er nicht. Er bleibt der Sieg. Herzlich umarmt er beim Empfang in seinem Dorf Eltern und Freunde. Ein Held mit Bodenhaftung. Modern ausgedrückt, er bleibt authentisch und ist bis heute ein Sympathieträger. Blick auf, liebe Rautenkranzer, liebe Morgenröter, liebe Gäste. Ich habe mir hier einen Zettel vorbereitet. Ich wollte euch eigentlich das ablesen, aber ich glaube, das klappt nicht. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Vom Lampenfieber geplagt, begann er seine freie Rede mit dem Gruß Glück auf.
obwohl die lieben Rautenkranze und Morgenröter gar nicht im Erzgebirge, sondern im Vogtland leben. Der schlichte Grund, genau hier verläuft die Grenze zwischen beiden Regionen. Da ist das Erzgebirge, hier das Vogtland. Und so entsteht die Konstellation, dass die Dörfchen zwar geografisch im Vogtland liegen, geologisch betrachtet aber im Erzgebirge. Und Erze wuschen die Leute einst auch im Zinsbachtal aus, gefördert in hiesigen Bergwerken. Eines davon hieß übrigens Morgenröte. Geschirr aus Zinn war damals total in. Nun erwärmen sich Ausflügler für die Gegend. Danke nochmal für die Einladung. Angenehm beschwingt setze ich meinen Winterwaldspaziergang fort und folge einem besonderen Ton. Für den legt sich Konrad Stahl, der ehemalige Bürgermeister, gern ins Zeug. Was für ein toller Klang, Herr Stahl. Ist das eine besondere Glocke? Ja, das ist eine in Morgenröte gegossene gusseiserne Glocke. Die wird immer Silvester, 0 Uhr geläutet. Da treffen sich hier die ganzen Dorfleute und Urlauber. Da wird ein schönes Lagerfeuer gemacht, Glühwein getrunken und 0 Uhr das neue Jahr eingeläutet. Glocken aus Eisen, das war neu, gegossen in diesem Koloss. Der Hochofen, letztes Relikt der legendären Lattermannschen Eisenwerke. Eine ernsthafte Konkurrenz zur üblichen Bronzeglocke. Die Firma gießt nach einem Geheimrezept über 30.000 Stück, die anfangs noch Fuhrwerke zum Bahnhof buxieren. Schwerstes Exemplar mit 8,5 Tonnen, die Glocke für den Dom von Riga. Sie sind leider etwas schwerer als Bronzeglocken, sind aber dafür bedeutend billiger. Aha, und im Klang genauso? Im Klang sind sie genauso. Die Bronzeglocke klingt ein ganz kleines bisschen länger nach. Lattermannsche Produkte inklusive Schulglocke können noch in Sigmund Jähns altem Klassenzimmer bewundert werden. Erkennen Sie ihn? Zweite Reihe mit dem süßen Lächeln. Wem das wohl gilt? Karl-Heinz Paul hat mit dem Sieg zusammen in diesem Raum die Schulbank gedrückt. Und er weiß noch genau, wie der Sigmund in Mathe war. Da gab es so eine Methode. Aufstehen alle, Kopfrechen aufgaben. Wer sie gelöst hatte, konnte sich setzen. Da war der Sigmund einer von denen, die immer zuerst saßen. Also der Sigmund war ein pfiffiges Kerlchen. Ja. Klar, dass Herr Paul auch 80 ist, was ihn nicht abhält, sich um die Heimatstube in der alten Schule zu kümmern. Die bildschönen Öfen erwärmten um 1900 die Küchen rings um den Kältepol. Wahre Kunstwerke aus der Firma Lattermann. Praktisch dagegen ein Mauerstein aus Schlacke. Der Vogtländer schmeißt ja nichts weg. Nachteil, man kriegt keinen Nagel rein. Auch die Rautenkranzer Kirche wurde aus Schlackesteinen erbaut. Das einzige noch erhaltene vogtländische Gotteshaus im neoklassizistischen Stil. Ganz nach dem Geschmack des Stifters Heinrich Lattermann die korinthischen Kapitelle. Über dem Altar blickt uns das Auge Gottes an, Symbol der Freimaurer. Auch Lattermann war einer. Der gusseiserne Deckel mit Engelsgesichtern schützt das Taufbecken. Natürlich ein Lattermannsches Produkt, sagt Pfarrer Michael Goll. Schön gemacht, sehr fein ausgearbeitet. Wie viele Menschen sind denn hier etwa in der Kirche getauft worden? Gibt es eine Vorstellung oder ein Taufregister vielleicht? Taufregister gibt es. Da sind auch alle drin, bis heute? Oder ist das von bis? Das ist von 1914. Aha, jetzt schauen wir mal rein. Gibt es vielleicht berühmte Rautenkranze, die hier eingetragen sind? Ja, die haben wir auch. Hier haben wir zum Beispiel am 28. März, der Tauftag von Sigmund Jähn. Und das hier ist der Tag der Geburt? Das ist der Tag der Geburt, genau, 13. Februar. Und hier ist der Tauftag, 28. März. Da ist er aber bald getauft worden, da war er ja nur ein paar Wochen alt. Mhm. Und eiskalt war es wohl auch. Vielleicht blieb der frosterprobte Sieg deshalb nicht der Kirche, sondern dem Männergesangsverein treu. Zum Aufwärmen versammeln sich die Herren in Konrad Stahls rustikaler Gezählkammer. So nennen Bergleute ihre Werkstatt. Super Location für den berühmten Schwammemarsch. Schwamme hasse ich gern fürs ganze Land, und es kommt alles so zu.
Schwamm. Und ja, zum Wohl. Pilze. Also so alt wie der Verein ist, sind wir nicht. Aber 1874 ist der Verein gegründet worden. Und soweit ich das weiß, waren das Italiener, die hier in Raudenkranz die Eisenbahnstrecke gebaut haben. Nach der Arbeit gemeinsam singen, das können wir auch, sagten sich die Männer aus den umliegenden Dörfern. Bis heute ein feuchtfröhliches Treffen ohne Zapfenstreich und Vorwürfe. Wenn ich nach Hause komme um 10, sagt meine Frau, die hat es wohl heute gar nicht gefallen, weil das so zeitig ist. Früher kam ich um 12 und das war eigentlich immer schön. Wir hier in unserer Runde treffen uns alle 14 Tage zu einem geselligen Beisammensein. Da singen wir ein paar Lieder und versuchen dieses Chorleben in Raudenkranz aufrechtzuerhalten. Der Höhepunkt unseres Chorlebens war jedes Jahr das Pfingstsingen. Am ersten Pfingstfeiertag, früh um 7, haben wir uns hier getroffen, hier am Waldrand, mit dem berühmten Gesang hier, wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben. Er wurde immer besungen, zu Recht. 92% des Gemeindegebietes bedeckt Wald, der älteste Fichtenbestand im Osten. Einige Prachtexemplare haben über 200 Jahre auf der Borke. Man sagt, die Fichte sei der Brotbaum der Forstwirtschaft. Ein schnell wachsender Flachwurzler, der Trockenheit gar nicht mag. Wichtig deshalb nasse Winter. Bei 40 cm Schnee wirkt alles ganz entspannt. Bis Erwin naht. Er gibt das Signal für die Holzernte. Wo er bellt, ist Thomas Vogtmann mit seinen Schwarzwälder Kaltblütern nicht weit. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, nicht mal durch Erwin. Mit seiner mobilen Blockbandsäge bringt Thomas Vogtmann so ziemlich jeden Stamm in Form. 12 Meter, kein Problem. Und er baut Blockhütten, auch ganz kleine. Gefragt sind akkurate Schnitte, sonst entstehen Spalten. Mit anderen Worten, es zieht. Wir sind gespannt auf das abschließende Urteil heute. Und passt. Natürlich besitzt Thomas Vogtmann auch selbst ein Blockhaus. Ein kuscheliges Beratungsmuster mit bullerndem Öfchen. Zeit für das Elfertöppel, also ein Bier um 11. Wir erzählen es nicht weiter. Nur Erwin braucht keins. Der schläft auch so gut ein. Hallo, Herr Vogtmann. Hallo. Sie haben ja ein tolles Gefährt hier angespannt. Standesgemäß, darf ich mal einen Blick werfen? Ja. Was ist das für ein toller Hirsch? Das ist ein Kombischlitten. Aha, heißt? Da kann man die Räder rauf und runter lassen. Kann bei Schnee oder auf dem Asphalt mal kurz fahren. Kriegen die meisten gar nicht mit, ob man auf Kufen oder auf Räder fahren. Können wir los? Dann machen wir los. Gerne. Kraftvoll ziehen Biene und Merlin an. Wir starten erstmal auf Rädern, bis zum Waldrand. Dann kommt die Umspannstelle. Fast lautlos versinken die Kufen im eisigen Schnee. Und ich frage mich verzweifelt, wie konnte ich nur das Heizkissen vergessen? Ja, Erwin, Frauen frieren eigentlich immer. Trotzdem, ich liebe Schneestürme wie im russischen Wintermärchen. Irgendwo in dieser Traumlandschaft hier besitzt auch Sigmund Jähn eine Datsche. Die ist es allerdings nicht. In der Berglandresidenz erwartet die Feriengäste ein Mix aus kanadischer Wildnis und dem rauen Charme des Vogtlandes. Eine einheimische Zimmerei verwendete Fichtenstämme aus den Höhenlagen des Erzgebirges. Und wenn Sie genau hinsehen, liegt zwischen den Stämmen noch einmal Schafwolle. Wer da fröstelt, ist selber schuld. Mario Klein und seine Frau Petra geben seit 4 Jahren Rauchzeichen, um den Tourismus zu befeuern. Lohn der Arbeit? 5 Sterne schmücken ihre Ferienhäuser. Für Textildesignerin Petra Klein wurde die Berglandresidenz zum heißgeliebten Fulltime-Job. Rustikal und nobel zugleich. Ihre Philosophie lautet: Leben wie im Hotel. Auf Wunsch gibt es Frühstück
Und die Chefin kocht auch gern für die ganze Truppe ein Vier-Gänge-Menü. Beim zweiten Gang darf ich helfen. Ah ja, Schleife kann ich schon. So seitlich ist ja sehr kess, wunderbar. Genau. Gut, jetzt würde ich gerne das Messer schwingen, Frau Klein. Was mache ich denn jetzt? Was können Sie mir denn für eine Arbeit zuweisen? Wir schneiden jetzt die Mango in kleine Würfel. Und ich werde mich dem Fenchel widmen. Das ist Fenchel. Den tun wir jetzt ganz dünn hobeln. Wie groß sind die Mangowürfel? So klein? Können ruhig etwas noch kleiner sein. Gut, dann teile ich diese Strecke hin. Wie kommen Sie zum Kochen? Haben Sie das mal gelernt? Die Initialzündung kam eigentlich von meinem Mann. Der hat gesagt, er isst gern. Und er hat zu mir immer gesagt, du bist so eine tolle Köchin. Eigentlich müssten wir ein Restaurant aufmachen. So, eine Scheibe ist noch. Warum sind Sie schneller als ich? Ich habe ein größeres Messer. Als die Blockhausresidenz entstand, haben Sie also erstmal angefangen normal mit Frühstück für Ihre Gäste. Genau. Und wir haben unsere Gäste mit ganz schönen hausgemachten Dingen verwöhnt, mit selber gemachten Marmeladen, mit hausgemachten Salaten. Also, dass jeder am Morgen schon aufsteht und sagt, boah, wir würden am liebsten sitzen bleiben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn das Frühstück so gut klappt, jetzt probieren wir das mal am Abend. Ja, fertig. Das wird jetzt erst gewürzt. Da kommt Mangopüree dazu, Salz, weißer Pfeffer und in Gemüsebrühe eingelegter Safran. Und wenn das natürlich jetzt hier rankommt, sieht das richtig edel aus. Jetzzt kommt noch zur Verfeinerung Jetzt ein bisschen Portwein. Portwein? Und für das i-Tüpfelchen noch einen Schluck Gin. Wir sind durch. Dann habe ich ja jetzt die Möglichkeit, eine kleine Pause zu machen. Genau so machen wir das. Bis dann, Frau Bis gleich. Ehemann Mario darf die Pause zelebrieren. Wirklich ein reizender Einfall. Ui, hier ist ja gemütlich. Was ist denn das hier? Das ist unsere schöne Grillhütte. Kräutertee mit Honig. Das wird ein lecker Glühwein für unsere Gäste. Ach, das ist ja vielen Dank. Das ist für mich. Ja. Ich muss jetzt glatt erstmal meinen Schal lockern. Ganz schön warm hier schön in der warm. Wie ist es? Grillhütte hier drin. Grillhütte mit Feuer. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Keine 10 Minuten länger und ich hätte auch nur die Mütze aufbehalten, so wie diese Jungverliebten. Sie genießen den prickelnden Einstieg ins Nachtleben. Da fällt es schwer, trotz angemessener Minustemperaturen einen kühlen Kopf zu bewahren. Schon gar nicht, wenn ein kulinarisches Happy End naht. Mit Sellerie-Birnenschaumsuppe, Riesengarnelen auf Fenchel und Mango, Rinderfilet in Kräuterkruste und Lebkuchen-Tiramisu. Das hätte auch den beiden Männern sicher extrem gut geschmeckt. Nur im Moment passt es schlecht. Ein Vize-Weltmeister steckt mitten in den Startvorbereitungen. Florian Huster, der Sohn von Veit mit dem Dammwild, nimmt seinen Gegner ins Visier. Einen Stamm mit 30 Ästen, die so schnell wie möglich abzuschneiden sind. Und ab. Jetzt ist leider die Kette runtergefallen. Das passiert natürlich noch ein Ast hier oben drauf auf dem Gipfel. Und dadurch hat es mir die Kette abgelenkt, was dann hier praktisch in den Ast gegangen ist. Also Kette wieder aufziehen. Für die Waldarbeitsmeisterschaften trainierte Flo schon mit 13. Das Entasten seine Königsdisziplin. 2010 bekam er dafür WM Silber. Also meine beste Zeit war bis jetzt 14 Sekunden. Und ich will natürlich heute so weit wie möglich rankommen. Wichtig ist natürlich dabei, dass wir keine Stummen über 5 mm stehen lassen und nicht tiefer einschneiden wie 5 mm. Weil dafür gibt es natürlich Strafpunkte. Zweiter Versuch. Und? War so gut? Super Zeit. 15 Sekunden, kann man zufrieden sein. Genau das wollte Veit auch gerade sagen. Na gut, nächste Disziplin, Zielfällen. Oh Flo, guck mal hier da. Das ist ja doch nicht schlechter, als du es denkst. Jawohl, du einmal frei. Hä? Weiter. Gut. Rein.
Innerhalb von 3 Minuten soll der Baum unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben möglichst nahe an den vorher eingeschlagenen Zielstab gefällt werden. Flo liefert beste Haltungsnoten. Und Chapeau. Unsere Kamera hat er auf jeden Fall getroffen. Spätestens jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum gerade in diesem Rautenkranzer Vorgarten eine MiG steht. Zumal Sigmund Jähn sie nicht hergeflogen hat. Sie kam per LKW und parkt dauerhaft vor der Deutschen Raumfahrtausstellung. Deren Geschichte fast so spannend wie eine Marslandung. Rückblick. Sie entsteht gleich nach Jähns Weltraumabenteuer im leerstehenden Bahnhof. Ihr Name, kurz und knapp, ständige Ausstellung des ersten gemeinsamen Kosmosflugs UdSSR-DDR. Das Sigmund-Jähn-Zimmer sehr bescheiden. Mehr Raum gibt's für die unverbrüchliche Freundschaft, na, Sie wissen schon. Im Oktober 1990 wird Sigmund Jähn als einer der letzten Generäle aus der NVA entlassen. Auch das Ende des Museums naht. Dabei hätte alles ganz anders kommen können, so wie im Kino. Und erzähl mir, wie es gelaufen ist. Anlässlich des Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik ist Erich Honecker am heutigen Tag von all seinen Ämtern zurückgetreten. Was? Erich Honecker gratulierte dem neuen Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrats der DDR, Sigmund Jähn. Was, der Jähn? Sigmund Jähn war 1978 als erster deutscher Kosmonaut im All. Großes Kino, aber die Geschichte nimmt einen anderen Lauf. Keiner will das Museum mehr haben. Doch Konrad Stahl, in jenen Tagen neuer Bürgermeister, kämpft. Und er ist nicht allein. Am 5. August 1990 hat mich der Sigmund zu sich in die Hütte eingeladen, hat gesagt, er hat 2 Experten von der Raumfahrt da aus Köln, vom DLR. Und da haben wir eine Flasche Bier aufgemacht, gutes Werner's Grüner, und haben mal so simuliert, was könnte denn sein. Und tatsächlich, die seltsamen Vögel aus dem Osten dürfen nach den Sternen greifen. Ein Ritterschlag. Alle Exponate ziehen in das neue Gebäude ein. Besonders sexy die Klimaunterwäsche. In Nylonhemd und langer Unterhose sind Plastikröhrchen eingenäht. Darin sprudelt Kühlwasser, damit es dem Astronauten nicht zu warm wird. Echt schick, diese Space Fashion. Aber nicht ungefährlich. Ein Mann wäre fast ertrunken, als undichte Schläuche 5 Liter Wasser im Raumanzug verteilten. Absolutes Highlight, das Modell der Raumstation Mir. Wäre toll, wenn Sigmund Jähn mir jetzt die Geheimnisse des wahren Alltags offenbaren könnte. Aha. Es erinnert mich schon alles irgendwie an den letzten Campingurlaub im Wohnmobil. Wohnmobil, sagen Sie. Was? Ein Wohnmobil. Ja, so dachte ich mir das. Als Frau, Sie verstehen. Ich muss jetzt mal staunen, Herr Jähn. Also Sie und ich auf engstem Raum hier in dieser Raumstation, das habe ich mir nicht träumen lassen. Ich bin geflogen auf Salut 6. Da war das noch spartanischer. Das ist ja schon die luxuriöse Raumstation Mir, also das Modell natürlich. Mhm. Und hier haben zeitweise 6 Mann gearbeitet. Und hier drin, was war das ganz konkret? Das ist der Intimbereich für den Commander. Man fragt sich zum Beispiel immer wieder als Laie, als Außenstehender, konnte man duschen seinerzeit oder war es nur eine Katzenwäsche? Ist einem die Zahnpasta davon geflogen? Konnte man Parfum nehmen oder hat man das am Ende gar nicht mehr gerochen und vergebliche Liebesmüh? Wie ist es mit diesen Dingen gewesen? Was das Duschen betrifft, haben sowohl die Amerikaner als auch die Russen das ins Auge gefasst. Mhm. Auf unserer Station, Salut 6, gab es so eine Einrichtung. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nichts wird. Die Tropfen schweben rum, man muss alles dann einsammeln. Ja. Und da haben die Leute gesagt, lasst uns damit zufrieden, gebt uns, wie das war, diese feuchten Tücher, auch große, auch wie ein Badetuch, und alles ist okay. Mhm. So ist es bis heute. Mhm. Zähneputzen, Parfum? Zähneputzen geht. Parfum wüsste ich nicht. Ich warte keins mit. Gut. Aber man ist eben im Weltraum. Wie ist das mit Gerüchen? Nimmt man die im Weltraum möglicherweise anders wahr als auf der Erde? Also ich kann mich erinnern, als wir die Luke öffneten schließlich, hatte ich das Gefühl,
eine Luftmasse kommt jetzt auf mich zu, die ich noch nicht mal besonders angenehm empfinde. Allgemein gefragt, gibt es so eine Entspannungsposition, die man irgendwie immer gerne einnehmen möchte? Naja, wir beim Schlafen auf jeden Fall. Da hat man seinen Schlafsack. Wir haben das so gehandhabt. Wir hatten nicht diese Kabinen. Man macht sich fest. Der eine schnarchte, der andere konnte gut schlafen und hat gesagt, was ihr nur habt, das ist alles bestens. Was ungewöhnlich ist, was ich hier sehe, wir hatten das offiziell nicht. Der Mensch will auch mal eine Freude haben. Und was schadet schon für 4 Mann so eine Menge Wodka? Hm. Da kann man einen Feiertag erfinden oder einen vorhandenen auch nutzen. Ja. Und dann wird eben so eine Kleinigkeit durch 4 geteilt. Das passende Weltraumbrot zum Wodka hat ein hiesiger Bäcker inzwischen auch erfunden. Meister Jörg Schürer mischt klassischen Sauerteig mit Mehl und einer wahnsinnig gesunden Mischung aus Sonnenblumenkernen, Roggen und Haferflocken, Hirse, Sesam und Leinsaat. Hefe nicht zu vergessen und Salz. Schließlich brauchen auch Raumfahrer was Gescheites im Magen. Deswegen alles gut und lange durchkneten. Nun wird das Ganze wohl portioniert in Konservendosen gefüllt und gebacken. Und dann hat man ja keine Erfahrung, nicht mit Dosen, nicht mit Verschließen, nicht mit der richtigen Größe und so weiter. Und das war schon ein relativ langer Prozess. Nach dem ersten Backen muss der Deckel auf die Dose. Dazu kommt eine Dosenschließmaschine zum Einsatz. Jörg Schürer entdeckte sie über die Kleinanzeigen im Netz. Und obwohl sie recht betagt aussieht, der Deckel sitzt. Es gab unzählige Versuche, bis nach dem zweiten Erhitzen das Brot die richtige Feuchte hatte. Unliebsame Überraschungen inklusive. Als wir dann nach 2 Stunden kamen, waren die ganzen Dosen eingedellt, weil wir einfach den Verschluss zu früh vorgenommen hatten. Und durch den Abkühlprozess nach dem Backen hat es im Prinzip die Dosen zusammengezogen. Obwohl Experten das Brot als weltraumtauglich einstuften, mitfliegen durfte es noch nicht. Umso begehrter ist es als Souvenir. Sigmund Jähn hatte anderes im Gepäck, das Sandmännchen. Sofort verliebte es sich in Mascha, das Maskottchen des sowjetischen Teams. Die erste Hochzeit im All. Die Genossen sind nicht amüsiert. Aber warum nur? Ich bin nicht aufgeklärt worden. Ach was? Nein, nicht in dem konkreten Fall. Im Allgemeinen weiß man so einiges, ja, was da passieren kann. Ja. Also ich plage mich nicht nächtelang herum mit der Thematik, aber es ist halt, wie es ist. Offenbar hat das nicht so richtig geklappt, das Experiment. Ja. Gerüchte besagen, es gab Ärger bei den selten spaßbetonten Funktionären. Das Sandmännchen könne doch nicht Papa werden. Dabei gibt es wirklich wichtigere Fragen, auch zum Thema Spaß. Eigentlich kann man durchaus im Weltraum leben, wenn es denn Spaß machen würde für ewig. Aber mir würde es keinen Spaß machen für ewig. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich nochmal fliegen will, würde ich natürlich sofort ja sagen. Das ist ganz klar. Er sagt es mit diesem Lächeln in den Augen. Und wir bedanken uns für das Gespräch. Sigmund Jähns Hamid ist auf jeden Fall auch für Sie eine Reise wert. Und wenn er nicht gerade Geburtstag feiert, dann ist es durchaus denkbar, dass Sie ihn auch einmal hier in Morgenröte-Rautenkranz persönlich antreffen. Stimmt doch so? Ja, es ist nun mal schön hier. Ja. Sie haben das gesehen, ich habe gute Freunde, Schulkameraden. Wir haben ein Leben lang Kontakt gehalten. Also ich bin zu Hause hier, genau. Auch in Strausberg, aber auch hier. Mit anderen Worten, Sie kommen wieder her. Ich auch. Gut.